Willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Neben Amnesia spiele ich jetzt dieses Spiel hier. Es nennt sich Bastion. Es kam gestern raus und es ist toll, es ist awesome, es ist sehr, sehr awesome. Ich habe das Tutorial Level gespielt und möchte ein neues Spiel starten. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up, sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. So, also wir sind hier Kid, das hier ist Kid, das hier ist eine Maus und das ist toll. So, wir sind hier auf diesem Felsen und ja, Sachen passieren, was toll ist. Ground forms up under his feet as it point in the way. He don't stop to wonder why. Die Story wird eigentlich eben durch diesen Erzähler erzählt. Oh, das machen Erzähler, ja. Und finds his lifelong friend just lying in the road. Ja, der Erzähler erzählt halt alle paar Sekundenabschnitte, was weiß ich was, etwas. Well, it's a touching reunion. So, das hier ist jetzt der Cellhammer, ist das, glaube ich, Moment. Ist das der? And then he falls to his death. I'm just fooling. Moment mal. Freunde, so, offline, danke. So, ja, das ist der Cellhammer, wird da glaube ich ausgesprochen, und mit dem kann man so ziemlich alles kaputt machen. Dann können wir jetzt auch noch uns rollen, wie man hier sieht. Rollen einfach zum Ausweichen und Zerstören, keine Ahnung. Dann hat man eben gesehen, habe ich irgend so ein Ding aufgehoben. Ich habe auch noch keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ich weiß nur, dass die hier überall versteckt sind. Hier beispielsweise unter diesen Truhen und in also Zeugs halt. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. In the calamity. So. Und Moment, was? Egal. Auf jeden Fall können wir damit Sachen zerstören und Sachen zerstören. That is his name. No, ma'am. It's a gas fella. So. Forced out from underground. Das hier ist he einer unserer Gegner. Das sind so. Warum? Das sind eben so Geister, Gaskerle übersetzt. Ja, na, ich sag dazu nichts. Und die sind böse und wollen uns daran hindern, was wir machen wollen. Und es ist toll, dass der Erzähler so viel kommentiert. Da hat mich schon Shaoli vorgewarnt, dass der das wirklich oft macht. Sachen erzählen. Wie auch vorhin, wo ich runtergefallen bin, hier so. Viel zu seinem Tod und was weiß ich was. Ja. Wäre ja eigentlich schon traurig, wenn wir zu Tod gefallen wären, denn wäre das Spiel vorbei und das wäre nicht wirklich vorteilhaft für mich. An old repeater falls out of the sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. So, und das hier ist unsere zweite Waffe. Die Sekundärwaffe. Die gotta machen hold her still to spin up the chamber. Mit Restklick kann man die schießen. So, es ist halt ein ganz normales ranged Waffending. Ja, das ist ein deutscher Satz. Ranged Waffending. Nein, ist kein Satz, aber egal, lassen wir das. Auf jeden Fall ist das echt toll mit dem Ding hier. Dadurch können wir Stellen erreichen, die wir nicht erreichen könnten. Zum Beispiel, einen Moment. Ich muss alles kaputt hauen, es tut mir leid. Überall ist irgendwas versteckt, also es ist total toll. Ist echt gut gemacht. Hier können wir da auf Distanz eben das alles kaputt machen. Dann freuen wir uns, dass wir alles kaputt gemacht haben. Oh ja. So, mit Tab öffnen wir unser Inventar. Da haben wir das Stadtwappen, das ist auf unserem Rücken hier, das Ding.
das Zahnrad. Und es ist halt hier ein Andenken und Zeugs. She's worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. So, das hier ist der Brunnen. Da können wir mit E sometimes you just need Gesundheit auffüllen. Und ja, dann haben wir hier noch drei Pots, die kann man mit F benutzen. So, hier sind schon unsere zweiten Gegner. Die sind mit einem Schlag zu besiegen, das ist eigentlich nicht schwer. Behaupte ich. So, muss ich jetzt da lang? Ich weiß, ich bin... Ah, nee, okay. Das hier ist... Das Kristallschwang. So, die Kristallspange. Die Kristallspange ist ein Andenken und ist, ja, lest es euch durch, es ist total toll. Ja. Ich gab's doch noch. Genau, da unten, da kommt man hier lang, genau. Gibt's halt immer so kleinere Secrets. Beziehungsweise habe ich bisher nur ein paar kleinere Secrets gefunden, wie das hier eben. Davon gibt es noch ein zweites irgendwo, aber ja, sonst. Wie gesagt, hatte ich nur das Tutorial-Level gespielt und das war leicht gefailt, aber das sage ich nicht. So, ab in den Salon. He sets foot inside one of Celandia's famous watering holes. So, um das inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him for his drinking did. Das hier ist eben der Saloon. Das der Barkeeper. Da können wir mal schauen. Erst gehen wir zum Barkeeper. Schaut ihn euch an. Er ist schwarz und was weiß ich was. Und wenn wir ihn jetzt Ronnie always wanted his ashes scattered here. Zerfällt er zu Staub. Ja, das ist eigentlich traurig. Wenn ich das so sagen darf. So, natürlich, zerstöre ich nochmal schnell die Inneneinrichtung, denn, es macht total viel Spaß, die Inneneinrichtung zu zerstören. Wo kann man das denn sonst machen, in welchem Spiel? Das ist echt toll. So einfach alles kaputt hauen und was weiß ich was. Komm. Nee, dann halt nicht. So. Hier haben wir jetzt unseren Stierkopfschild. Den benutzen wir mit Shift. Und da ist die Security. Die schießt auf uns. Können wir auch machen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Special Delivery. Gas, fellas. Diese Kisten hier, in diesen Kisten sind diese Gegner eben drin. Ja, komm, schlag und BÄM! Ja. Deswegen sollte man, wenn möglich, schon die Kisten ausschalten, damit... Oh mein Gott, das fängt an zu laggen. Egal. Damit sie nicht herauskommen. Ja. Reload, so. Da kommen noch mehr, oh Gott. Sterbt, 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 sterbt. Oh mein Gott, ein großer. So. Oh, der ist ja gar nicht mal so groß gewesen. Okay, immerhin. Das ist ein Vorteil. Lasst mich. So. Vielleicht kann man schießen ohne Probleme. Das ist, ja, die kommen halt aggro auf mich, wenn ich sie treffe, aber das ist mir egal. It's a bit of a drop. Also, durch das Fenster. He gets a good look at things on his way down. He lands on top of a breaker's bow, and it ain't broke. So, hier haben wir unsere nächste Waffe, der Bringerbogen. Er ist auch eine Sekundärwaffe. Also, entweder man kann jetzt das Repetiergewehr genommen nehmen, oder eben diesen Bogen hier. Den Bogen kann man aufladen, je nachdem wie lange man ihn auflädt, desto stärker wird er. Das hier ist ein Maximallimit, das ist das Stärkste, was er kann. Der macht einiges an Schaden eigentlich, ja.
Und das Repartiergewehr hat eben den Vorteil, dass man mehrfach schießen kann. Da muss man halt nachladen, das macht weniger Schaden. Muss man halt für sich herausfinden, was für einen besser ist. Oh, das war ein Crit. Auch intensiv genannt. Das ist eine 1:1 Übersetzung natürlich. Intensiv. So, hier haben wir etwas Sehniges. Etwas Sehniges ist hier ein Aufwertungsmaterial für den Bogen. Habe ich noch nicht rausgefunden, was das überhaupt bringt, aber ich glaube, das werde ich noch herausfinden. Werden wir noch herausfinden. Wer weiß das schon? Ich nehme es an. Da bist du, da bist du. Bad news is the du lebst noch. Klack und intensiv! Ja. Intensiv, ich weiß nicht, ich... Ah, die Übersetzung ist etwas komisch, finde ich. Aber... Ja, ne? Jedem das seine. Glücklicherweise gibt es keine deutsche Sprachausgabe, denn... Ich weiß ja nicht. Klack. Mit Shift zielt man übrigens dann auch auf Gegner. Neben dem Verteidigen halt. Oh, ist das eine Blume? Okay. Hier diese... Achso. Holen wir erstens mal diesen... Den Wirbelwind, den Wirbelwind. So, der Wirbelwind, den benutzen wir mit Q. Und das ist halt unser erster Spell quasi. Der braucht hier so einen Krug. Und die muss man halt auch erstmal einsammeln, bis man die wieder benutzen kann. Etc. He finds the distillery. So. Right next to the arsenal. Tough part of town. Ich bin doch recht weit gekommen in dem Part. Ich habe sogar noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Hier gibt es eben die Distille und das Waffenlager. Die Distille macht folgendes, da kann man quasi einen Level-Skill holen. Ich nehme da gerne hier den Crit-Skill. Genau, passive Boni. Hier, der Crit-Skill, denn 10% mehr Crit-Chance ist schon toll. Ich weiß nicht, das hier ist jetzt... Nicht so toll, aber naja, und Gesundheit braucht man eigentlich auch erstmal nicht. Ich denke mal für später vielleicht, aber momentan nicht. So, hier im Waffenlager kann man sich nun Waffen auswählen, welche man ja benutzen will. Genauso wie hier einen Spell, da gibt es für jede Waffe einen einzelnen Spell. Ich bleib aber beim Wirbelwind. Und ja. So, aber jetzt fängt das an zu laggen. Das heißt, es sollte hier Schluss machen. Bis zum nächsten Mal. Ja.